wichtiger Rückkehr, der verspielen könnte. Ja. Zum Auftakt in zwei Wochen kommt Spitzenreiter München nach Wolfsburg. In den Spiel verlor der VfL 1:2 und hat zurzeit 11 Punkte Rückstand auf die Bayern. Wir werden auch sofort versuchen, sehr, sehr gute Rückrunde zu starten. Wir werden versuchen, den Tabellenzweiten noch weiter auf Distanz zu halten. Und das wird, glaube ich, zu verhindern. Vor der sportlichen Herausforderung stehen den Wolfsburgern aber noch schwere Stunden bevor. Nach der Rückkehr aus Südafrika wird die Mannschaft am Dienstag Julia Malonda bei der Beerdigung in Brüssel die letzte Ehre erweisen. Die deutschen Handballer sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Dagmar Sigurdsson gewann das Auftaktspiel gegen Polen mit 29:26. Ein toller Auftakt und mehr Sport jetzt vorzukommen. Schock für den HSV. Louis Holtby hat bei einem Testspiel im Trainingslager Abu Dhabi einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Der 24-jährige Mittelfeldstar wird noch vor Ort im Beisein des HSV-Mannschaftsarztes operiert. Die abstiegsbedrohten Hanseaten müssen rund 10 Wochen auf Holtby verzichten. Kein Mal weiter Spitze. Der 30-jährige Deutsche liegt beim Golfturnier in Abu Dhabi auch nach dem zweiten Tag vorne. Martin Keimer liegt vor den beiden